In Polen hat eine der drei Regierungsparteien ihren Ausstieg aus der Koalition angekündigt. Zuvor hatte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki einen seiner Stellvertreter und Vorsitzenden der Parteiverständigung, Jarosław Gowin, als Minister entlassen, mit Verweis auf mangelnde Mitarbeit an Reformen. Ohne die Partei mit ihren 10 Sitzen verliert die Koalition ihre Mehrheit im polnischen Parlament. Bisher konnte das konservative Bündnis 232 von 460 Sitzen auf sich vereinen. Im Fall eines Misstrauensvotums liefe Ministerpräsident Morawiecki Gefahr, dieses zu verlieren. Hintergrund des Zerwürfnisses ist ein Streit um Steuererhöhungen und um ein geplantes Rundfunkgesetz, das ein US-Unternehmen zum Verkauf seiner Anteile an Polens größtem Privatsender zwingen könnte. TVN24 gilt als Kritiker der koalitionsführenden nationalkonservativen PiS-Partei des Ministerpräsidenten. Jarosław Gowin hatte sich gegen das Gesetz gestellt. Am Dienstag waren in Polen tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen das Gesetz zu demonstrieren. Viele vermuten den Versuch, Regierungskritiker zum Schweigen zu bringen. Das zrobił się prawie odsłuch.